So ein wunderschöner Mensch. Ich muss ein bisschen ruhig sein, denn da ist eine Orgel. Da ist der Donus. Ist voll verrückt. Wir sind heute in einer Kirche an irgendeinem Tag irgendwo in Deutschland. Irgendwo. Machen irgendwelche Sachen. Nein, wir spielen ein paar Songs auf einer Hochzeit und ich wollte euch einfach mitnehmen und zeigen, was hier so gemacht wird. Also da unten wird dann getraut, logischerweise. Und sitzt dann das Brautpaar und gibt sich einen Schwur. Test. Und dann. Test. Sebastian. Jetzt kommt der Einspieler. Sebastian. Also ich zum Beispiel habe hier unten meinen kleinen Verstärker stehen, über den ich spielen werde. Hier drüben haben wir so eine schöne Klavier von Sebastian. Das ist ein Unterschied. Das habe ich auch zu Hause sogar, das MP5. Hier haben wir eine Orgel, so sieht eine Orgel aus. Das ist der absolute Wahnsinn. Gibt es hier unten die Fußbasspedale, mit denen man die Basstöne auch spielen kann. Kann man einstellen, was auch immer. Vielleicht erklärt der Sebastian das ja noch mal ein bisschen. Hey, ein Schlagzeug. Dann den Sänger. Wer bist du denn? Stell dich doch mal vor. Ibims, der Karl. Ibims. Und du singst heute schön, der Karl. Ich singe heute schön, ja. Wir machen heute ein bisschen Musik zusammen in der Kirche hier. Ja, irgendwo in Deutschland. Irgendwo in Deutschland, an einem Secret-Ort. Genau. Ich freue mich schon, wir machen jetzt noch einen kleinen Soundcheck. Ja. Und dann geht's auch gleich los. Und das ist ja Sebastian. Jo, hallo, ich noch nicht. Ne? Ja, nicht. Ja, wir machen jetzt mal einen Soundcheck. Da kommen wir zu. Wir sehen nur meine Haare aus. So ungewohnt ohne Mütze. Furchtbar. Furchtbar, ist halt echt so. Ich habe einfach kaum mehr welche. Ja, aber ich soll bald zum Friseur. Ich sehe aus wie ein Hippie, ey. Wenn du willst, rasiere ich dir die Haare ab. Ja, wenn ihr das sehen wollt, kommentiert. Nein. So wie die anderen YouTuber. Ey, ihr seid alle cool. Du gehst jetzt aufs Klo. Ja. Ich gehe jetzt raus. Wenn er aufs Klo geht und du rausgehst, dann... Ja, wir wissen es noch nicht so genau. Wir gucken mal. Auf jeden Fall, die Leitzen da. Ich gehe auch raus. Ja, wir sehen uns dann später.
gerade die Impro-Runde.